Es ist ja eigentlich alles noch bloß Vorgeplänkel hier. Wir müssen ja langsam mal zur Patte kommen. Hier. Raus mit dir. Soll ich den Rest etwa laufen? Hallo, zum Eingang bitte. Du bist doch vorm Eingang. Was ist denn dein Problem? Ach so, Verzeihung. Warst du doch nicht. Hier, bitte. Stimmt so. Die Taxikunden sind aber auch ganz schön mäklig, muss man so sagen, ne? Heutzutage würde man sich wahrscheinlich... Zum Kaufhausparkplatz in Little Italy. Ja. Sind Sie frei? Rein mit dir. Fahren wir. Los geht's. Heutzutage würde man sich wahrscheinlich auch über solche mäklichen... Und dann den Tunnel. Nicht schon wieder so einer. Halt doch die Klappe. Heutzutage würde man sich wohl sogar über solche mäklichen Gäste freuen. Denn heutzutage ist man froh, wenn man überhaupt noch jemanden ins Taxi reinkriegt. Denke ich. Aber gut, das waren andere Zeiten damals. Da hatte nicht jeder ein Auto. Und das war auch gut so. Ich kann mir auch gar nicht erklären, wie sich jeder ein Auto leisten kann in unserer Gesellschaft. Ich meine, so ein Auto kostet doch schon eine Menge. Und da würde ich doch, wenn ich nicht so viel verdiene, lieber auf ein Auto verzichten und mir dafür irgendwie anderweitig Lebensqualität zusichern. Auch wenn das natürlich sehr viel... Alter! Was soll das? Was? Willst du mich verarschen? Was soll das? Der hat mich angefahren. Ich bin gerade Ausfahrer und er Linksabbieger. Er hat zu warten, bis ich durch bin. Eigentlich würde ich jetzt stehen bleiben und die Bullen rufen. Dieser Vogel, dieser Blöde. Meine Güte, frisch reparierte Karre, alles noch neu dran. Gerade erst neu gemacht, Lackierung neu, Fenster neu, Dach neu, Einschusslöcher weggemacht. Und der Arsch fährt mir einfach rein, fasst man's denn. Oh, wir müssen noch irgendwie abbiegen, sehe ich gerade. Halt! Könntet ihr denn einfach mal gucken, wenn ihr abbiegt? Das gibt's doch gar nicht. Ach. Ja, der Verkehr in Videospielen, das ist immer so eine Sache. Ich bin auch immer in den ganzen GTA-Teilen sehr am Kämpfen mit dem Verkehr, weil die einfach nie ordentlich fahren. Hier müsste es noch ein bisschen besser gehen, weil die zumindest blinken, bevor sie abbiegen. Aber so richtig Verkehrsregeln beachten die auch nicht dabei. Ja, und wie sie blinken, ne? Blinken links und biegen rechts ab. Toll. So, und ich trinke jetzt mal was nebenbei. So wie unser Protagonist vorhin Kaffee getrunken hat, kippe ich mir jetzt auch ein bisschen Milchkaffee hinter die Binde, um meine Stimme etwas zu ölen. Ach so. Was läuft denn im Fernsehen? Ach, Galileo, na sowas. Aber nicht die aktuelle Folge, sondern... die Wiederholung von gestern Abend, sagen wir es mal so. Dann könnt ihr euch denken, zu was für eine Uhrzeit ich gerade spiele. Aber mir war gerade danach. So, wo lang? Tunnel. Okay, wir müssen dann vorne eine scharfe Kehrtwende nach rechts machen. Das tun wir gern. Wäre jetzt nicht meine erste Wahl gewesen, muss ich zugeben. Aber wenn der Herr das so will, dann machen wir das. Denn wir wissen ja, die Jungs und Mädels hier sind mäkelig, was das angeht. Hey! Oh, ich merke schon, meine Stimme ist schon ziemlich im Arsch. Denn ich habe vorhin schon Gothic 3, ich glaube, 3 Stunden aufgenommen oder so. Oder 2 Stunden. Irgendwas zwischen 2 und 3, denke ich mal. Oh, hier ist es schön leise. Ich glaube, ich bleib hier. Da habe ich auch schon ordentlich aufgenommen. Und, ja, deswegen ist meine Stimme schon ein bisschen angegriffen. Aber ich habe heute irgendwie Laune, so ein bisschen mal auf Reserve aufzunehmen. Weil ich doch jetzt immer ganz schön zu tun gehabt habe, damit dann immer, wenn ich nichts mehr... Du, Alter! Du blöder Pfeifenwichs, das gibt's doch gar nicht. Weil ich dann immer ganz schön zu tun hatte, wenn ich nichts mehr hatte an Folgen und dann immer zwangsweise aufnehmen musste, um was wieder zu haben. Da kommt dann natürlich auch immer das Problem, dass ich nicht mehr dann die Zeit oder die Lust habe, die Folgenbeschreibungen zu machen. Und dementsprechend muss ich dann immer erstmal drunter schreiben, Text folgt bald. Und das war in letzter Zeit ziemlich oft, dass ich das schreiben musste.
Da fällt mir ein, ich muss dann auch noch, ich glaube für 5 Folgen oder so, muss ich dann noch Texte schreiben. Supi, ich bin begeistert. Aber jetzt liefern wir den Kollegen ja erstmal in Little Italy ab, und zwar hier auf dem Parkplatz. Hui, unsere Frames. Der Parkplatz ist so riesig und wir fahren vorbei. Ich muss zum Parkplatz. Willst du mich verarschen? Wir stehen drauf. So, mal gucken, dass wir hier... Ich will zurückgucken. Ah ja. So, zufrieden? Wir stehen jetzt voll drauf. Das müsste reichen. Stimmt. Na, so. Geht doch. Ach, diese Leute. Ich könnte sie nur links und rechts. Und ich brauche eine Pause. Yep. Und die Pause gönnt sich unser Protagonist. Heißt er Tommy? Ich glaube ja, oder? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich befürchte, dass ich das mit GTA verwechsel. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieri's Bar. Schön, dass die Frames wieder hochgegangen sind. Ab jetzt läuft's auch wieder flüssig. Das übliche Problem. Mein Laptop sagt... Hinnet. Hui! Haben wir dich, du Ratte. Du hast Mr. Morello sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Ey, lass mich! Was soll das? Die Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht. Louis wird sich deiner Visage annehmen. Ach komm schon, lass mich in Ruhe. Ich habe euch gar nichts getan. So, weg da. Mach ihn fertig. Ich wollte sagen, es... Ja, halt die Klappe. Ich wollte sagen, es... Es war klar, dass ich so schnell wie möglich da raus musste. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Salieris Bar war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Huch. Ja, die Musik ist auch ganz toll. Die gefällt mir sehr gut dazu. Ich wollte sagen, es ist das übliche Problem bei mir, dass die Frames immer mal zwischendurch runtersacken, aber jetzt läuft es ja gerade ziemlich gut. Laufe ich hier richtig? Laufe ich richtig? Ich weiß es nicht. Das hat keinen Sinn. Ich muss zu Salieris Bar kommen. Oh, ich bin falsch. Verdammt. Ich habe nicht aufgepasst. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi. Ja, das kennen wir schon. Während ich... Mach ihn fertig. Huch, lauf. Und es war einmal, klar, dass ich so schnell wie möglich da raus musste. Allein konnte ich dieses Monster niemals schaffen. Ich dachte mir, dass es für Mr. Salieri nun an der Zeit wäre, mir seine Dankbarkeit zu zeigen. Hippa! Der war gleich um die Ecke. Und der Anblick war verlockender als ein Baseballschläger auf meinem Kopf. Hip. Eieieiei. Eieieiei. Arriva, arriva. Und mein Leben sieht gar nicht so gut aus. Mein Leben ist ganz weit runter. Wir kommen aber noch hin zu der Bar. Da ist sie auch schon. Hallo Salieri. Vielleicht auch doch noch nicht. Wir gehen hier mal hoch. Und schnell hier da hinweg. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ein Leben von 38 ist gar nicht so gut und das ist eine Sackgasse. Willst du mich verarschen oder was? Ich bin in eine Sackgasse gelaufen. Weg, weg, weg. Nein, 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 nein. Schnell weg, schnell weg. Das kann doch alles nicht wahr sein. Bin ich richtig? Bin ich richtig? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Verfolgungsjagd so schlimm war. Ah, da lang. Oh, 14 Lebenspunkte, Alter. Das kann doch nicht sein. Die war das jetzt auch nicht so schlimm. 8 Lebenspunkte. Willst du mich verarschen oder was? Davon. Oh Gott. Meine Güte, was ne Hatz. Ist ja der Hammer. Haha. Wir müssen draußen bleiben. Oder vielleicht auch nicht. Tja, gibt Fleischgericht heute Abend, würde ich sagen.
Damit haben wir auf der Flucht geschafft und jetzt stecken wir endgültig Salieris in der Scheiße. Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten. Und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben. Ja, super Tipp. Lieber jung und reich, toll. Also lernt daraus, liebe Leute, nicht studieren, brecht die Schule ab und fangt so schnell wie möglich an, eure eigenen Ideen umzusetzen, wenn ihr jung und reich sterben wollt. Falls nicht, dann also, Morello, macht was aus euch. Also mich wohl so richtig wütend machen. Aber ich bin ein geduldiger Mensch. Wie heißt du, mein Sohn? Thomas Angelo. Doch, Tommy. Ich werde dir eine Chance geben, Tommy. Ich mag neue Leute. Wir sind hier eine große Familie. Pauli und Sam kennst du ja schon. Frank hier ist meine rechte Hand und kümmert sich ums Rechtliche in unserem Geschäft. Der hinter der Theke heißt Luigi. Das Geschäft schlägt oft auf den Magen, aber Luigi ist ein Spitzenkoch. Paul stellt dir noch Vincenzo und Ralph vor. Wir sind viele. Aber das sollte vorerst reichen. Und jetzt hör mal genau zu. Wir haben hier ein paar Regeln. Leg dich nicht mit den Bullen an. Wir bezahlen sie gut und sie lassen uns in Ruhe. Aber wenn du zu weit gehst, machen sie dich fertig. Auch wenn sie korrupt sind. Wenn sie dich einbuchten, hältst du den Mund und ich helfe dir. Ich bin gut zu denen, die mir helfen. Und die, die das nicht tun, leben nicht sehr lang. Capisci? Ja, Mr. Salieri. Das freut mich. Heute gebe ich dir die Chance, es den Schweinen Hand zu zahlen, die dein Taxi ruiniert haben. Mal sehen, was du so drauf hast. Morello hat eine Bar. All seine Gorillas gehen dahin. Alle Autos parken hinter dem Zaun, neben der Bar. Wenn du gut bist, stehen die morgen früh nicht mehr da. Pauli kommt mit dir, nur für den Fall. Bei Vincenzo kriegst du die Ausrüstung und bei Ralph ein Auto. Yippie-yay, und damit stecken wir endgültig in der Familie Salieri drin. Er hat nur angenommen, weil er keine Wahl hatte. Abwarten, Frank, abwarten. Ich frage mich vielmehr, was Morellos Problem ist. Will er wirklich einen Krieg beginnen? Und er hat den falschen Jungen verprügeln wollen. Vincenzo ist der Waffenexperte des Don. Sie kennen sich seit ihrer Kindheit. Er besorgt dir, was du brauchst. Von der MP bis zur Kanone. Vinny hat einfach alles. Ich gehe vor einem Job immer bei ihm vorbei. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Pauli. Das hier ist Tom. Ist gerade bei uns eingestiegen. Schön, dich kennenzulernen, Tom. Was kann ich für euch beide tun? Wir haben einen Job zu erledigen. Wir brauchen was, um ein paar Autos zu verschrotten. Dieses klassisch schlichte Sportgerät sollte reichen. Und falls nicht, habe ich noch ein paar Cocktails gemixt. Yippie-yay! Das hört man noch gern. Ein toller Barmann bist du, Vincenzo. Seid vorsichtig damit. Vielen Dank, Vincenzo. Ich hätte auch die Pumpgun genommen. Bring den Schläger zurück. Gehört meinem Neffen. Na klar. Hier wird wenigstens noch zwischen MP und MG unterschieden. Ralf, den ich dir jetzt vorstelle, ist ein kompletter Idiot. Aber er hat ein Händchen für Autos. Ich frage mich, wieso ein Idiot überhaupt irgendwas kapieren kann. Aber so läuft's halt manchmal. Besuch. Wie läuft's denn, Pauli? Hey, Ralfie! Ich sehe, du hinkst immer noch. Dann haben wir ja jetzt zwei Krüppel hier. Das stimmt, aber ich bin kein Idiot. Das hier ist Tom. Wenn du ihm ein geklautes Auto bringst, Tommy, macht er es zu deinem eigenen. Und keiner merkt den Unterschied. Ralf, Tom und ich haben einen Job zu erledigen. Und du hast einen fahrbaren Untersatz für uns. Stimmt. Hier ist er.
Ist zwar kein Flitzer, aber für eure Zwecke müsst ihr reichen. Na toll. Alter Ranzkarre, ey. Danke, Ralfi. Los geht's. So darf ich jetzt auch wieder. Das ist schön. Molotov Party ist unser nächstes Level. Unsere nächste Abteilung. Fahr zu Morellos Bar und zerstöre die auf dem Hinterhof geparkten Autos.